Mein Name ist Anastasia. Ich bin selber eigentlich von Russland, aber ich lebe schon viele Jahre in der Schweiz. Und ich arbeite in einer Firma, wo plant eigentlich Laboratorien für die verschiedenen Universitäten, Wissenschaftler und Pharmakonzerne. Und ich selbst arbeite mit Personal und Finanzen in der Firma. Und mein Weg in Kriya Yoga hat angefangen letztes Jahr, im Herbst 2022. Und es passiert alles durch Sati Sai Baba und meine Mutter. Meine Mutter hat schon lange auf einen spirituellen Weg und Selbstentwicklung gekommen und sie interessiert sich für viel, sie liest viele Bücher und einmal hat sie mir ein Video von Imran gesendet und von diesem Video hat dann angefangen mein Weg zu Kriya Yoga. Und wie man sagt, dann das Schicksal bestimmt, was in dein Leben kommt, aber das Herz spürt und entscheidet, was bleibt. Und in diesem Moment hat mein Herz gerade sofort hat gespürt, ja, ich habe jetzt einen verwirklichten Meister getroffen und es ist etwas Spezielles, was ich jetzt will weiter studieren und einfach mich in dieses Thema verwirklichen. Und wie man sagt, auch die Menschen in bestimmten Alter, sie kommen zu einem Punkt, wo zum Beispiel sie haben Karriere, schon haben sie gute Karriere, sie haben Familie, haben sie Kinder und sie haben verschiedene vielleicht materielle Güter. Und in einem Moment fragen sie sich, also was nun, was muss ich noch weitermachen, was muss ich noch mehr erreichen? Und dann fragst du dich, ja, warum lebe ich hier? Für was lebe ich hier? Was muss ich noch machen? Und dann interessierst du dich wirklich schon für Selbstentwicklung, für spirituelle Wege in dieser Lab. Und ich denke, Kriya, das ist genau dieser Weg, wo uns das zeigt. Und von diesem Moment habe ich mich weiter und weiter entwickelt. Und ich weiß nicht, vielleicht, dass es so Sterne haben gezeigt und es ist einfach so passiert, dass zuerst habe ich die Möglichkeit bekommen, ein Seminar in Dubai besichtigen und dort, es war auch einfach traumhaft schön, es war so eine Experience oder eine Erfahrung. Ich habe ganz viele Leute von ganzer Welt getroffen und die Leute sind alle auf einer Welle, sie verstehen einander und die Methode, wo ich dann bekommen habe, habe ich natürlich zu Hause ausprobiert und praktiziert. Und dann siehst du eigentlich sofort, dass es hilft. Dein Leben wechselt. Es ist, du bekommst Antworten auf deine Fragen, welche du dich selbst stellst oder für alles, was dich in Summen Leben umarmt. Und in diesem Moment, ja, dein Herz macht öffnet und du verstehst, ja, ich bin am richtigen Weg. Und du wirst dich weiterentwickeln und weiter trainieren. Wenn ich erstmal ein Seminar geflogen und nach natürlich schon viele Videos von Imran, Meister Imran, habe ich ihn live gesehen. Und wenn du siehst Meister live, das ist ganz, ist natürlich noch mehr Gefühle, die ich einfach überfüllt. Und du, ich weiß nicht, es ist sehr schwierig zu in Worte befassen, was mit dir passiert innen, aber du spürst das einfach mit innen, mit deiner Seele, mit deinem Geist. Du spürst diese Energie und wenn du einfach in die Nähe von Master ist. Und selbst Master im Raum, er ist eine sehr bodenständige Person. Du siehst, wie er sich selbst gibt uns Leuten, wie er uns hilft. Und du kannst auch eine Frage stellen und du bekommst eine Antwort. Und diese Möglichkeit hast du nicht immer im Labor. Das ist eine, ich sag so, das ist auch ein großes Glück, wenn wir ihn treffen, wenn wir in dieser Zeit leben, gleicher Zeit wie er und dass wir mit ihm kommunizieren können und auch Kriya Yoga, welche er uns gibt, auch praktizieren können. Weil Sie können auch vorstellen, dass vielleicht einfacher unser Körper wie eine Maschine und welche braucht verschiedene Sachen zum Funktionieren, zum richtig Funktionieren. Und Meister Imran gibt uns Kriya Yoga, die hilft uns, dass unser Körper verstehen, dass unser Körper funktioniert und alles zusammen
passt. Was ich noch wollte sagen, dass niemand hat zuvor hat so detailliert und genau uns gezeigt, die ganze Methodik, die ganze Kriege, wie das funktioniert. Und Meister im Raum zeigt es uns. Und das, ich bin sehr dankbar, dass wir diese Möglichkeit haben, das praktizieren können, Kriege. Ich habe angefangen meine Praxis mit Kriege, mit Online-Kurs. Das ist so genannter Startkurs seit letztem Herbst. Und ich praktiziere zu Hause. Ich brauche, ich denke, jeden Tag circa 1,5 bis 2 Stunden. Und seitdem habe ich schon angefangen zu merken, dass ich ändere, auch selbst, zu mich selbst und zu Leuten, zu Familie, zu mich, zu Arbeitskollegen. Dieser Zeitpunkt, ich sage so, wie mehr du praktizierst, wie mehr veränderst du dich. Weil Kriya Yoga, sie verändert nicht nur dich selbst, auch alles, was ringsum dich. Und die Menschen ringsum merken auch. Weil ich denke, du strahlst so innere Ruhe, du bist entspannt, du bist irgendwie in sich selbst, aber auch mit anderen. Du hilfst den anderen Leuten auch, mach mal Ruhe finden. Und was mir auch zum Beispiel die Arbeitskollegen immer sagen, du bist sowieso immer positiv. Das heißt, ja, ich habe nie negative Gedanken, auch wenn etwas zu dir im Kopf und dein kommt eine schlechte Gedanke, dass du probierst und weißt, wie du die kannst stoppen. Weil Kriya gibt dir gerade diese Methode, wie du kannst sagen, ja, jetzt stopp, ich denke nur positiv, ich bin positiv eingestellt und natürlich dein Leben auch ändert, weil wir ändern unsere Realität selbst. Nach meiner Praxis zu Hause habe ich besucht ein Retreat in Marbella in Spanien und jetzt hier in Sochi. Und was kann ich sagen? Hier ist natürlich ganz anders. Wenn du praktizierst zusammen mit Meister, du spürst mit ganzer inneren Energie, was kommt vom Meister. Es ist unterschiedlich, weil es passiert in dich so ist eine Transformation, welche passiert mit dir im Inneren. Mir ist sehr schwierig, das in Worte zusammenzufassen, weil es passiert so, du spürst einfach die Glücklichsein, dass du mit sich zusammen, mit absolut, mit ich weiß gar nicht, aber du spürst mit ganzem Körper, es ist anders. Und die Energie fließt von überall. Von Ort, von Meister, von Menschen ringsum, weil das ist, wenn alle Leute sind zusammen und praktizieren, ist es nochmals anders, weil Energetik ist da einfach wahnsinnig stark. Ich habe schon einige Events von Kriya Yoga besucht. Das war ein Seminar in Dubai, ein Mini-Retreat in Marbella in Spanien und jetzt befinde ich mich in Sochi, in mega schönen Ort in Bergen, wo du spürst auch ganze Majestät und Stärke, wo Bergen auch uns schenken. Das ist zusätzlicher Bonus zu dem, was wir hier noch zusammen alles erleben. Und ganze Retreat ist sehr professionell und gut organisiert. Es hat so viele Leute, die mithelfen. Ich denke auch ganz viele Freiwillige. Sie sind sehr freundlich, sie helfen. Mit jeder Frage, du kannst dich wenden und du bekommst eine Antwort. Und wir sind ganz viele Leute hier, über 500 Personen, die zusammen praktizieren. Aber der Saal ist so sehr komfortabel organisiert und gemacht. Und während Praktik du spürst, du bist fast wie alleine hier. Und das ist auch so wie Zauber, kann man sagen. Und ein ganzer Ort ist auch, kann man sagen, auch spirituell und gibt zusätzliche Energetik und die Leute sind alle an einer Welle. Alle finden neue Freunde, neue Kollegen hier. Du kannst auf verschiedene Themen sich unterhalten, weil alle interessieren sich für einen und alle praktizieren Kriya Yoga. Und das ist wunderschön. Ich denke, es gefällt jedem hier. Ich empfehle auch die Personen, die schon sich in Praktik befinden, aber noch nicht ein Retreat erlebt, unbedingt. Sie müssen das machen. Was ich noch wollte sagen, das Kriya Yoga, das ist eine wissenschaftliche Methode. Das ist keine Religion. Und hier im Retreat, wir
kommen die Leute von ganzer Welt, von verschiedenen Glauben oder ohne Glauben. Und Kriya führt uns zusammen und macht uns stärker. Und das wollte ich noch unbedingt auch erwähnen, dass die Leute das auch wissen. Das ist wichtig. Und heute ist der dritte Tag von Retreat. Und was spüre ich? Ich denke, ich bald fliege ich, weil es ist, wir praktizieren jeden Tag zweimal und am Abend haben wir ein Satsang, wo wir die Möglichkeit haben, Meister eine Frage stellen. Es gibt ganz verschiedene Fragen und sie haben die Möglichkeit, diese Frage zu stellen. Und ja, was ich fühle, ich verändere mich. Ich fühle, dass ich transformiere mich und ich bekomme Antworten auf meine Fragen und vielleicht auch ohne die zu stellen, weil einfach in Meditation, es kommt von alleine. Und die Leute ringsum sind sehr freundlich und du kannst mit jedem reden, du bekommst neue Kontakte und es ist auch sehr interessant, erfahren auch, wie jede Person in Kriya Yoga gekommen, weil es hat so viele verschiedene Geschichten, wo auch dich inspirieren. Ich empfehle die Leute, die erst jetzt auf dem Weg zu Kriya Yoga sind, vielleicht starten von einem Buch von Yogananda, Geschichte eines Yogis. Weil er erzählt eine wunderschöne Geschichte seines Lebens und seinen spirituellen Weg in dieser Welt und auch über Kriya Yoga. Dann kann man hören von eine andere Person. Vor allem, ich weiß, dass wenn Steve Jobs gestorben ist, vor die alle Leute wäre an Beerdigung gekommen. Es hat ein Geschenk gegeben, genau dieses Buch. Und mein Herz spürt, dass ich in einem richtigen Ort mit richtigen Leuten und ich bin am richtigen Weg.